Heiko Maas, der Bundesaußenminister, zu seinem Etat. Meine Damen und Herren Abgeordnete, heute an diesem Tag vor 18 Jahren waren in den USA die Terroranschläge des 11. September in New York und in Washington. Es ist auch für die internationale Politik, für die Außen- und Sicherheitspolitik eine Zäsur gewesen. Viele der geostrategischen Veränderungen, über die heute diskutiert wird, die Welt im Umbruch, die Welt aus den Fugen, hat damit und mit dem, was danach geschehen ist, deutlich mehr zu tun als etwa mit der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten. Und der internationale Terrorismus hat seit dieser Zeit dazu beigetragen, dass wir es bei Kriegen und Konflikten immer häufiger mit Formen von entstaatlichter Gewalt zu tun haben. Und das macht an sich die Lösung von Konflikten schon schwerer. Was in den letzten Jahren noch einmal dazugekommen ist, aber auch nicht erst neu entstanden ist, aber sich noch einmal verschärft hat, ist eine neue Großmächtekonkurrenz. USA, Russland und China. Die USA wirtschaftlich und militärisch als Supermacht, Russland allenfalls noch militärisch und China auf dem Weg, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, die nächste Supermacht zu werden. Und bei dieser Großmächtekonkurrenz stellen wir auch fest, dass bei all den Konflikten, mit denen wir uns zu tun haben, Afghanistan, Libyen, Syrien, Jemen, der Iran oder in unserer mittleren Nachbarschaft die Ukraine, es oftmals sich immer um Stellvertreterkonflikte handelt und die neue Großmächtekonkurrenz die Lösung dieser Konflikte immer schwerer macht. Aber das ist noch nicht alles. Hinzu kommt, dass wir es im Moment mit vier großen globalen Herausforderungen zu tun haben. Die wirtschaftliche Globalisierung, der Klimawandel, die Digitalisierung und die Migration. Alles an sich sehr unterschiedliche, sehr komplexe Dossiers. Aber sie haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind ausgerichtet auf die Überwindung von Grenzen und es sind grenzenlose Herausforderungen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann eigentlich gar keine Frage von rechts oder links sein, wo man in der Politik steht, sondern eigentlich ist es eine Frage der Logik und des gesunden Menschenverstandes, dass wenn die großen Herausforderungen alle grenzenlos geworden sind, dass man dafür auch grenzüberschreitende Lösungen braucht. Die internationale Handlungsunfähigkeit, die wir zurzeit an der einen oder anderen Stelle beobachten, die führt auch schnell zum nationalen Kontrollverlust. Und wer das nicht kapiert, der riskiert national wie international weniger Freiheit, weniger Demokratie, weniger Frieden und weniger Wohlstand. Und dagegen muss die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik etwas tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, die Herausforderung, die Kontrolle zu behalten in einer Welt des drohenden Kontrollverlustes. Und dabei dürfen wir, und wir machen es uns auch nicht einfach. Es gibt viele, die bei all diesen Diskussionen sagen, es ist besser, sich rauszuhalten. Dann hat man auch weniger Schwierigkeiten. Aber wer heute in der Welt, in der wir leben, die international so vernetzt ist, noch nicht verstanden hat, dass die Voraussetzung für die Lösung nationaler Probleme oftmals die Lösung internationaler Probleme ist, der hat tatsächlich nicht verstanden, worum es in den nächsten Jahren geht. Ich will auf jeden Fall sagen, nichts tun ist keine Alternative, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir viel Verantwortung, auch international zu tragen. Und wir versuchen dabei auch strukturell die Dinge zu verändern. Wir sind seit Anfang dieses Jahres Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und die Erfahrung, die wir in dieser Zeit gemacht haben, dass es bei den meisten Mitgliedern des Sicherheitsrates, vor allen Dingen bei denen, die da permanent sitzen, wir den Eindruck haben, dass Dinge erst in den Sicherheitsrat kommen sollen, wenn irgendwo geschossen wird, Bomben geworfen werden und es schon Tote gegeben hat. Und wir finden, das ist der völlig falsche Ansatz. Wir müssen den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wenn er seine Bedeutung behalten will, müssen wir ihn vielmehr zu einem präventiven Sicherheitsrat machen. Und deshalb haben wir der erste Tagesordnungspunkt, den Deutschland im Sicherheitsrat dort beantragt hat, gleich im Januar, war das Thema Klima und Sicherheit, weil wir alle wissen, dass es mittlerweile einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen Klima und Sicherheit. Und wer Fluchtursachen bekämpfen will, der muss den Klimawandel bekämpfen.
Und wer verhindern will, dass es in Zukunft Kriege geben wird, die etwas mit dem Klimawandel zu tun hat, der muss heute den Klimawandel bekämpfen. Und auch dafür setzen wir uns ein im Sicherheitsrat, dass dort mehr präventiv gearbeitet wird und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und das tun wir auch in Europa. In diesem Haushalt ist ein Posten ausgewiesen, die Schaffung eines Krisenpräventionszentrums in Berlin. Wir wollen für die Europäische Union, und wir wollen dies tun im Auftrag der Europäischen Union, also für unsere Partner, dafür sorgen, dass Deutschland der Dreh- und Angelpunkt wird, wenn es darum geht, die Krisenprävention zu optimieren und überhaupt erst auf den Weg zu bringen. Denn das ist einer der großen Vorteile der Europäischen Union. Bei dem, was wir an Mandaten dort haben, wo wir sicherheitspolitisch und auch militärisch vor Ort präsent sind, verbinden wir das immer, und wir nennen das den versetzten Ansatz, auch mit zivilen Hilfen, die dort geleistet werden. Und damit mit diesem Zentrum, mit diesem in diesem Haushalt ausgewiesenen Zentrum, setzen wir uns an die Spitze der Bewegung. Und ich finde, das ist ein guter Platz, den wir da einnehmen. Meine Damen und Herren, wir kümmern uns auch konkret um die Beilegung von Konflikten, so schwierig das auch ist. Und ich will drei Beispiele nur nennen. Das erste ist der Iran. Wir sind, und das ist ein großer Erfolg der Europäischen Union, wird da viel über die Uneinigkeit in der Europäischen Union geschrieben, beim Erhalt des Nuklearabkommens mit dem Iran vom ersten bis zum heutigen Tag immer sehr geschlossen aufgetreten. Wir sind der Auffassung, es ist besser, ein Abkommen zu haben, das man an der einen oder anderen Stelle optimieren kann, aber es ist besser, als kein Abkommen zu haben. Dann würde nämlich dem Iran auch die Möglichkeit genommen, sich auf das berufen zu müssen, was in diesem Vertrag steht. Wir wollen nicht, dass der Iran in den Besitz von Nuklearwaffen kommt. Und das wird durch diesen Vertrag erst einmal ausgeschlossen. Und deshalb wollen wir ihn auch erhalten. Und wir wollen die neue Dynamik, die es dort gibt, die auf dem G7-Gipfel in Biarritz ausgelöst worden ist, auch nutzen. Wir wissen, dass es eine Initiative gibt, möglicherweise dem Iran Ölverkäufe zu ermöglichen, wenn er dafür eine entsprechende Gegenleistung erhält, und dafür sich alle Beteiligten verständigen, in neue Gespräche einzusteigen über die Verlängerung des Atomabkommens, über die Rolle des Irans in der Region, etwa in Syrien und in Jemen, oder über das ballistische Raketenprogramm im Iran. Und wenn das gelingt, dann kommen wir auch in diesem Konflikt einen Schritt weiter. Und vielleicht sind die aktuelle Personalentscheidung in Washington ein guter Hinweis darauf, dass wir dort weiterkommen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Zweites Beispiel, die Ukraine. In der letzten Zeit, in den letzten beiden Jahren vor allen Dingen, ist der Minsker Prozess, um das in aller Offenheit zu sagen, total zum Erliegen gekommen, weil keine der Seiten, weder in der Ukraine noch in Russland, man bereit gewesen ist, auf den anderen auch nur einen Schritt zuzugehen. Das hat sich verändert mit der Wahl von Präsident Zelensky, mit dem Zusammentritt der Rada und klaren Mehrheiten und dem, was in den letzten Wochen vereinbart worden ist, Entflechtungsmaßnahmen, ein Waffenstillstand, der auf jeden Fall mehr hält als jeder zuvor, und am letzten Wochenende endlich der lange diskutierte Gefangenenaustausch. Und deshalb wollen wir dieses Momentum nutzen und in den nächsten Wochen unsere Rolle zusammen mit unseren französischen Partnern im sogenannten Normandie-Format nutzen, um zu einer Zusammenkunft zu kommen zwischen den Beteiligten. Wir führen dazu Gespräche mit der russischen Seite und der ukrainischen Seite. Ich bin zuversichtlich, dass nach den Veränderungen, die es gibt, es eine Möglichkeit gibt, den Minsker Prozess wiederzubeleben. Deutschland und Frankreich werden sich an führender Stelle dafür engagieren. Und das ist auch eine Rolle, die uns gut zu Gesicht steht. Ich will, meine Damen und Herren, auch etwas zu Afghanistan sagen, weil die Nachrichten der letzten Tage alles andere als erfreulich gewesen sind. Dass die Gespräche mit den Taliban beendet worden sind, wir hoffen, dass das vorerst der Fall gewesen ist, ist sicherlich ein Rückschlag in den Bemühungen, die es dort gegeben hat. Und deshalb setzen wir darauf, dass das, was bisher erreicht wurde, nicht ganz verloren ist. Aber auch da will ich noch einmal sagen, vorgesehen war, wenn es zu einem Agreement kommt mit den Taliban, dass Friedensgespräche eingeleitet werden. Und wir sind gebeten worden, zusammen mit unseren norwegischen Kollegen, diese Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung zu organisieren. Das tun wir. Deshalb hoffen wir, dass das nicht das letzte Wort
gewesen ist bei den Gesprächen mit den Taliban. Und wenn es dann doch noch, und darauf setzen wir, zu einem Abschluss kommt, werden wir zusammen mit Norwegen bereitstehen, um Friedensgespräche, eine Friedenskonferenz zu organisieren, so wie wir es schon einmal in Bonn vor vielen Jahren getan haben. Meine Damen und Herren, die große Herausforderung in Europa, der wir uns gegenübersehen, hat etwas damit zu tun, dass wir auch Europa positionieren müssen in dieser Großmächtekonkurrenz. Dafür brauchen wir mehr Gemeinsamkeit und mehr Geschlossenheit. Wir brauchen Veränderungen in Verfahren. Wir brauchen mehr Mehrheitsentscheidungen in den Gremien der Europäischen Union. Das Krisenmanagement muss gestärkt werden. Wir müssen besser aufgestellt werden gegen die Einflussnahme von außen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass mit den vielen Kolleginnen und Kollegen in der neuen Kommission wir diesen Weg auch einschlagen müssen. Wir müssen das tun, auch um gewappnet zu sein auf den Brexit. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass eine Möglichkeit besteht, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Aber der Brexit wird kommen. Wir mögen ihn nicht. Aber wir haben auch keine Angst dafür, weil wir uns schon lange darauf vorbereitet haben, auch für den Fall des ungeregelten Brexits mit einer Vielzahl von Gesetzgebungsvorhaben, die wir auf den Weg gebracht haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb wird die Ratspräsidentschaft, die im nächsten Jahr bevorsteht, uns außerordentlich beschäftigen. Ich glaube, sie ist eine gute Möglichkeit für uns, nicht nur unsere Interessen, sondern auch die Aufstellung Europas in dieser neuen Großmächtekonkurrenz nach vorne zu bringen, weil wir uns über eines klar sein müssen. Wenn es uns nicht gelingt, als Europäer geschlossen auf die globalen Herausforderungen, die Großmächtekonkurrenzen, die es gibt, aber auch die Verschiebungen, die es in der internationalen Sicherheitspolitik gibt, zu antworten, dann können wir das nur als Europäer. Auch als Deutschland sind wir zu klein, um in diesem Zusammenhang auf diese Herausforderung noch Antworten zu geben. Und deshalb leben wir in einer Zeit, in der wir mehr internationale Zusammenarbeit brauchen, aber wir brauchen auch genauso mehr Europa, auch damit, dass es uns in Deutschland bei den Problemen, die wir haben und bei den Herausforderungen, die wir haben, wir eine Perspektive haben, die vernünftig anzugehen und einer Lösung zuzuführen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.